will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen. Kein Blatt vom Mund ist in das Wegen. Herzlich willkommen zum Tagesrausch. Heute mit einem Rückschau auf die Handparade 2010, an der sich am 5.8. ungefähr 2000 Leute beteiligt haben. Zu meiner positiven Überraschung ist es zu den befürchteten massiven Vorkontrollen nicht gekommen. Zwar waren ein paar einzelne Polizisten unterwegs und haben hier und da Leute kontrolliert, aber alle Demonstrationsteilnehmer mussten sich diesmal nicht diesem schikanösen Verfahren unterziehen. Wenn du, Betroffener, eine Durchsuchung geworden bist, dann melde dich bitte bei mir, damit wir gemeinsam prüfen können, ob es sinnvoll ist, sich dagegen zu wehren. Ich habe immer noch den Wunsch, der Berliner Polizei von einem Gericht mitteilen zu lassen, dass solche Vorkontrollen rechtswidrig sind. Aber ich kann nur als Betroffener dagegen klagen und mich haben sie leider nicht durchsucht. Auf der Auftaktkundgebung waren so 600, 800 Leute. Wie immer haben sich nicht alle Demonstrationsteilnehmer dorthin getraut. Vielleicht kriegen wir das im nächsten Jahr hin, dass da noch mehr Menschen sind, weil viele der Medien sehr hungrig sind, da Demonstrationsteilnehmerzahlen zu kriegen. Und wenn ihr erst später dazu stoßt, dann gebt ihr der Polizei die Möglichkeit, da sehr niedrige Zahlen weiterzureichen an die Presse. An der ersten Kreuzung nach der Startkundgebung waren wir nämlich schon locker 1200, 1500 Mann und nach weiteren 500 Metern waren wir dann endlich auf die 2000 Teilnehmer angewachsen. Meine persönlichen Highlights der Hanfparade waren zwei Ereignisse. Das eine betrifft einen Patienten, nämlich Lars Scheimann, aka Dr. Hanf. Vielen Dank für dein Engagement von dieser Stelle nochmal und das sah so aus. Gehen Sie mal bitte einen Meter zurück. Ja, die Patienten. Das hat mich in diesem Jahr sehr gefreut, dass es endlich gelungen ist, Patienten mit einer Genehmigung für den Besitz von natürlichem Cannabis als Medizin auf die Demonstration zu kriegen und die standen dann auch dazu. Günther Weiglein hat auf der Startkundgebung eine schöne Rede dazu gehalten und Lars war den ganzen Tag aktiv, hat sich auch von einem Kamerateam begleiten lassen. Den gesamten Bericht über Lars und sein Engagement findet ihr auf YouTube. Ich habe da mal eine Playlist eingerichtet mit all den Videos, die ich zur Handparade 2010 gefunden habe. Wenn ihr noch mehr habt, sagt mir bitte Bescheid. Ich würde da gern einfach alles Material sammeln. Wer weiß, wann man das nochmal brauchen kann. Zwischenkundgebung gab es dann vor dem Hackeschen Markt und vor dem Bundesgesundheitsministerium. Vom Bundesgesundheitsministerium hat zum Beispiel Tibor Harrach gesprochen, ein grünen Politiker, der auch bei Eve and Rave aktiv ist und eine sehr kämpferische Rede gehalten hat über das Unvermögen der Bundesdrogenbeauftragten Mechthild Diekmanns für das Wohl der Konsumenten aktiv zu werden. Der hat sich zum Beispiel darüber beschwert, dass Drug-Checking in Deutschland immer noch nicht möglich ist, obwohl ganz klar von Streckmitteln oft höhere Gesundheitsfahren ausgehen als von den Substanzen, die konsumiert werden sollen. Bestes Beispiel Blei im Gras in Leipzig in Cannabis vor Blei im Gras in Leipzig vor 2 Jahren. Einmal Cannabis war zu viel. Aber Frau Diekmanns
hat bis jetzt überhaupt keine eigene Meinung, hat sich nur darin geübt, die hohlen Phrasen von Sabine Betzing wiederzugeben. Schauen wir mal, was jetzt nach der Sommerpause wird. Da will sie einen großen Aktionsplan gegen Alkohol vorstellen. Ich werde auf alle Fälle berichten. Aber zurück zur Handparade. Wir zogen dann weiter unter den staunenden Augen von vielen, vielen tausend Berlin-Besuchern, Berlinern und anderen Touristen. Es wurde wahnsinnig viel fotografiert und auch von außen gefilmt. Zum Beispiel hat ein russisches Pärchen die Hanfparade gar nicht erwartet und abgefilmt. Auch das findet ihr in der YouTube-Playlist. Kurz bevor wir dann am Reichstag angekommen sind, gab es noch eine sehr interessante Situation mit einer Frau, die eine Damianerette geraucht hat. Und das sah so aus. Ja, 1, 2, 3 war die Frau wieder frei. Mir persönlich hat das sehr viel Freude gemacht zu sehen, dass es auch unter Cannabiskonsumierenden endlich wieder solche Solidarität gibt. Die Polizei konnte nicht anders als Fanny wieder freilassen, weil ihr einfach dafür gesorgt habt. Diese 100, 120 Leute, die sich da blitzschnell eingefunden haben, um die Kontrollsituation zu verändern. Die Tatsache, dass da jeder Zweite eine Kamera hingehalten hat, das hat echt Eindruck auf die Polizei gemacht. Diesen Moment müssen wir uns festhalten und für die nächsten Monate nutzen. Es zeigt, dass wir gemeinsam etwas erreichen können. Jeder Einzelne, den können Sie vielleicht platt machen, aber sobald wir in größeren Gruppen friedlich und lautstark unser Recht einfordern, kommt der Staat an seine Grenzen. Das ist der Weg, mit dem wir nach meiner festen Überzeugung auch dieses sinnlose Handverbot überwinden können. Auf der Abschlusskundgebung hat das mit der Solidarität leider nicht mehr so gut funktioniert. Die Polizei hat dann angefangen, sich nach und nach einzelne Leute rauszugreifen. Da waren die Menschen einfach eher auf Party eingestellt, als zu erkennen, dass das weiter eine politische Situation ist. Da müssen wir als Veranstalter im nächsten Jahr, glaube ich, noch besser kommunizieren, dass die Handparade nicht vorbei ist, wenn wir irgendwo ankommen, sondern erst, wenn wir uns entsammeln, keine Ahnung, wie das Wort ist, wenn wir uns halt wieder in kleinen Gruppen nach Hause begeben oder auf die Afterpartys. Auch auf der Abschlusskundgebung heißt es, zueinander stehen, aufeinander aufpassen und filmen, dokumentieren, der Polizei klar machen, dass ihre Aktionen kontrolliert werden. Insgesamt gab es 26 Anzeigen, 25 davon wegen des Besitzes einer geringen Menge Cannabis. All diese Verfahren werden wohl wieder eingestellt werden, es war jedenfalls nichts dabei, was die Polizei vor Ort jetzt als besonders schlimm empfunden hätte. Es gab noch eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung und Widerstand gegen die Identitätsfeststellung. Da muss man mal abwarten, was dabei rauskommt. Wenn der Betroffene das sieht, bitte melde dich bei mir. Ich würde das gern verfolgen und dokumentieren. Vielleicht können wir dir von Organisatorenseite noch helfen. So, bevor mein Video jetzt wieder zu lang wird, noch ein großes Dankeschön an unsere Sponsoren, Sensi Seeds, das Cannabis College, Black Leaf, Grow in Berlin und Grasgrün. Und dann hoffe ich, dass ihr mir alle zustimmt, dass die Leute, die jetzt hier unten eingeblendet werden, vom Organisationsteam eine super Arbeit gemacht haben. Ohne die aufopfernde, unbezahlte, ausdauernde Arbeit dieses Teams hätte es keine Handparade gegeben. Wenn ihr also jemanden seht, der mit so einem Handparade-T-Shirt rumläuft, dann sagt ihm ruhig mal Danke, die freuen sich. In diesem Sinne, bis bald, tschüss! Ich will nicht eure Hände sehen, ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen, am Blatt vom Mund des Senders wegen.